Oh. Ein Schritt schneller, das hat mich getroffen. Ah, ich hätte es auch so umschmeißen können. Ich glaube, die ist außer Betrieb. So, die Schnur fehlt eng. Aber hier ist Kontrollpunkt. Die sind eigentlich recht reichlich gesät worden, diese Kontrollpunkte, was mich sehr wundert. Das nimmt dem Spiel ein bisschen die Spannung, wenn das man sieht, ein bisschen vorsieht. Finde ich jetzt so mal, so nach 7 Stunden Aufnahmezeit. Oh, da brennt irgendwas. Ah, nix Jagdgewehr. Das kann schon in der Kimme knutschen, ja. Oh ja, super. So, einer weg. Da ist noch einer, das sind noch 2, 3 habe ich gesehen. Ja. Jetzt sind sie fort. Nein, noch nicht ganz. Der Sound ist noch da. Irgendwo treibt sich noch einer rum. Solange es noch so komisch klingt, ist immer noch einer in der Nähe. Aber ich will das Jagdgewehr nicht, weil meine Schrotz noch super ist. Weil meine Shotgun, wie gesagt. Danke, das haben wir hier. Wir wollen hier eure scheiß Hacke beichen. So, der ist schon angebrennt. Wo kommt der jetzt her? Ich hab's fliegen hören. Ja, da ist schon wieder so ein. Alter, da bist du. Sag doch was, kriegst doch auch deine Bleikugel. So. Ist doch kein Problem, Jungs. Ich hab genug Blei für alle. Es kommt keiner zu kurz. Keiner zu kurz kommt heute. Heute ist Blei im Sonderangebot, deswegen kriegt jeder seine Ration. Schon wieder. Jetzt können wir einfach was sammeln. Ja. Einfach alle ins Licht locken. Der mit dem Hackebeilchen, Sensemesser da. Die Nahkampfdinger sind die schlimmsten. Kein Kämpfer, die gehen. Ist das so leer? So. Es sind nur noch 2 Stück und danach nur noch die Leuchtpistole. Ja, die Leuchtpistole schnitzelt die locker mit einmal weg alles ab. Na gut, das ist Kontrollpunkt. Da bin ich jetzt doch wieder froh, dass es doch Kontrollpunkte gibt. So, so, so. Ich bin eigentlich sparsam mit meiner Shotgun. Aber ich pack sie mal wieder aus. Schaden tut. Oh, schon wieder so eine komische Brücke. Das ist also schon mein Schild, das will ich kurz lesen. Cold Twin Lake. Cold Twin Lake ist 8 tiefste See der Welt und ein Caldera-See, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit dem vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann, wenn wir die unterirdischen Aktivitäten vergleichsweise gering. Es entstehen zwar Sachschäden, Todesopfer gab es jedoch keine. Cold Twin Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um in Ranken, sich viele sagen und Legenden. Der Einheimischen. Der See ist ein beliebter Erholungssee für Bewohner des Gebietes. Schild gelesen. Mission erfüllt. Weiter geht's. Weiter geht's. In der Story. Was geht da oben noch? Schnuff nicht so wie so ein Walross, Menschenskinder. Du hast ja nichts draus auf der Zahnbelag. Das ist schon traurig. Es kommt gleich wieder diese scheiß Geier.
Oh. Ich denke, ich sollte renn doch. Ah, super. Na, das ist natürlich wieder von hinten so ein fetten und von vorne die schmal. Erstmal über die Brücke. Dann erstmal mal eine zweite. Halt die was aus. Und der Dicke hat immer noch alles. Jetzt aber. Boah, drei Shotgun. Du da oben. Du kommst auch dran. Keine Sorge, ich hab dich nicht vergessen. Ich hab dich gesehen. Stier. Boom. So. Hier gibt's nichts umsonst. Sechs Schuss habe ich noch in der Shotgun. Da ist noch was. Da ist ein Zeichen. Ja, gibt's wieder ein Kistchen. Pfeil. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Pfeil hier lang, da ist das Symbol. Oh ja, das ist. Öffnen. Öffnen. Oh, Munition. Aber wir nur Leuchtspur. Stimmt. Da gibt es auch nochmal einen Pfeil. Also es zeigt zurück, dass ich da nochmal hin kann. Die mache ich jetzt leer, dass ich es nachher gegen das Jagdgewehr tauschen kann. Da habe ich nämlich auch schon ordentlich Munition gesammelt. Machst du doch hinten rum. Manuskript. F5. Mott hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mott stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Achso, das ist die Insel, wo unser Haus drauf gestanden. Divers Isle. Okay. Taucher irgendwas. Ein Taucherinsel. Vielleicht konnte man da gut tauchen, aber warum war die plötzlich da, wo wir da waren? Mysteriös. Oh, nicht schön. Nicht schön. Ah, da hoch. Doch, doch. Ja. Drücken. E drücken. Drücken E heißt dann. Oder E zum Drücken. Ach so. E zum Treten. Jetzt dreht schon. So. Karate Kid. 14.803. So. Da unten kann man lang. Da ist noch eine Thermosflasche. Krieg ich die? Natürlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal in das Häuschen, wo die Tür zugemauert ist, was natürlich selbstverständlich ist bei solchen Gebäuden. Durch den Keller. Die Tür ist nicht stabil. Gibt gerade so nach. You talk to me on TV, Tom. Tom. CW plus TL. Tom, Tom, I miss you, Tom. Oh, Tom, Tom. Ah. I curse you, Thomas say. Tom, Tom, Tom. Tom, 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 Tom. You watch on me TV. Ja, wir wissen jetzt, dass sie Tom liebt. CW, wer ist denn Christian? Christine? Vielleicht die Alte? Das kann gut möglich sein, dass es die Alte ist. Was ist das hier? Schrotflinten? Das ist gut, das brauche ich aber nur 4 Schuss, die heben wir nicht lange. Bleibt noch hier. Ja, nehmen wir mit. Da hat auch noch was geblinkt. Oder? Da. Noch mehr Stickies. Die brauche ich auch, damit es schön hell bleibt. Und dann gehen wir hoch. Super, jetzt stehen wir schon wieder im Keller.
Oh oh, jetzt wird's haarig. So, die eine Seite ist sauber. Nachladen. Töte ich auf jeden Fall mit der Waffe. Den anderen. Ein Digger. Doch, war auch ein Digger. Oh, das sind immer noch mehr hier. Ah, da verballere ich nur meine Munition, das scheint mir so. Ah. Er lebt ja immer noch. So, meine Fresse, schluckt der. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Ja, ich sage, die Ding ist super. Die Leuchtspurgeschoss. Gott, ich glaube, das war richtig. Komm, es gibt auch nichts mehr hier. Doch, hier hüben gibt es noch die Thermosflasche, will ich noch. Die habe ich ja eben gesehen. Ich vergesse noch mehr Thermosflaschen. Was ungünstig wäre. So, weiter geht's auf unserem Weg zu Alan. Alice. Nicht ein Checkpoint. Aber meine Freunde, da es eine Stunde schon her ist, dass wir aufgenommen haben, begonnen. Was für ein Deutsch. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Checkpoint machen wir wieder einen Cut. Und warten, bis es beim nächsten Mal weitergeht. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Zack. Ich versuchte, Alice festzuhalten. Longshot. Doch ihre Form löste sich Alice. Auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartman stand nun dort an ihrer Statt. Ich wollte ihn schlagen, doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte. Ein beruhigendes Lächeln und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen. Wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und das schon eine Weile. Okay. Träume ich das immer noch? Das ist ja die Irrenanstalt. Ja gut, das kann ja eigentlich nicht sein, dass das einfach... Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein, weg von mir! Tut mir leid, bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es, ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Die ist vermutlich ertrunken. Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er vor uns schreit. Bitte, bitte! Es tut mir so leid. Bitte! Tun Sie mir nicht weh. Oh mein Gott. Das klingt nicht gut. Wem hat der gesprochen und warum Boss? Ich bin doch nicht sein Boss, oder? Wer ist sein Boss? Warum ist er jetzt sein Boss? Gott, mir wird es in Aussicht. Jetzt. Alter, schon wieder. Gib ihm! Nicht loslassen, die Leuchtfackel. Das habe ich doch auch schon gelesen. Coldwind Lake. Das war im Strudel. Warum ist so der Wasser aus? Ist schon ein Magnesiumfackel brennt oder Wasser weiter. Wie?
Das war's? Nö. Was ist das für ein blödes Ende? Ah, gut. Das ist nur die Ende der dritten Episode. Deswegen, weil wieder Sound kommt, muss ich hier leider beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.